Hallo und herzlich willkommen zurück zu Astro Kolonie. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, ich glaube, ja, hier ist hier noch was drin. Vielleicht ein winziges kleines Bröckchen. Lässt sich nicht so wirklich gut sehen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Nachschub. Schicken unsere Kanone mal los. Was holen wir denn? Kohle wäre doch mal toll. Ist das Kohle? Ich glaube, ja. Denn soweit ich das gesehen habe, brauchen wir dringend Energie. Und den danach... Ist das Gold? Das ist definitiv Gold. Da kommt auch Kohle raus. Den nehmen wir als nächstes. Hervorragend, dass der jetzt wieder angezeigt wird. Denn wir hatten ja beim letzten Mal das Problem, dass wir noch dieses Recycling-Thema offen hatten und den aber gar nicht bauen konnten, weil uns Gold fehlte. Jetzt kriegen wir es vielleicht gebacken. So. Ja, das ist unser Roboter, ne? Den wecken wir jetzt mal wieder auf. Den habe ich schlafen gelegt. Den kann man nämlich so mit F ausschalten und dann ist der... Ach schade, ist schon kaputt gegangen. Dann ist der entsprechend wieder ruhig. Ja, seht ihr, Recycling-Maschinen, das will er immer noch. Ich dachte, wir gehen mal kurz das Interface noch ein bisschen durch, weil wir haben ja unten links schon gesehen, Sauerstoff und die Quickleiste, oben links die Ressourcen, die wir gerade im Inventar haben. Dann könnte ich das Inventar auch gezielt öffnen, keine Frage. Ich weiß nicht, ob wir hier oben noch andere Sachen anzeigen können oder ob das nur die Rohsachen sind, weil zum Beispiel die Kupferdrahtspulen, die werden da jetzt nicht angezeigt. Ich glaube, ich mache die Musik mal gerade ein bisschen leiser. Die ist schon recht weit unten. Gehen wir mal runter auf 14. So, speichern und fortfahren. Ja, das ist besser. So, und hoppla. Uiuiuiui. Mein lieber Schwan. Gut, dass man hier keinen Schaden nimmt. So, das Ding arbeitet nicht mehr. Oh, wir haben keine Energie mehr. Ja, ich habe doch gesagt, das ist knapp. Dann lass uns mal gucken, was rausgekommen ist. Zwei... kann ich nicht, Moment. E. So. Jetzt mal rüber ins Inventar. Ach, nehmen wir das auch gleich mit. Und Eisen auch. Und dann packen wir die Kohle gleich wieder hier rein. Damit wir wieder Energie haben. Dann wird nämlich noch weitergemacht. Da kommt noch ein bisschen mehr Kohle raus. Aus dem da oben ja auch. Ey, Leute, ich muss das wieder ausschalten hier. Das geht ja total auf den Sinn. Den kriege ich doch noch. Ah, schade, der ist auch wieder zuerst kaputt gegangen. Okay, aber ich wollte euch auf jeden Fall noch ein bisschen zum Interface zeigen. Also wir haben oben ja die Tastenbelegung, also Jetpack kennen wir ja schon. Jetpack ist momentan an, dann haben wir ja Q, damit können wir nämlich den Handmodus wechseln. Und hiermit, mit diesem Tool, können wir die Sachen auswählen. Ich kann hier zum Beispiel so ein Quadrat ziehen, ja, und ein Rechteck ist das natürlich. Und man kann das dann rotieren und bearbeiten und so. Ich kann zum Beispiel auch auf ein Teil zeigen und dann drücke ich R und dann drehe ich das, seht ihr? Ja? Also, coole Sache, man kann die Base auf diese Art und Weise customizen, umbauen. Das finde ich schon ganz charmant. Ich glaube, wir holen uns jetzt mal eben noch die Kohle hier raus. Also eigentlich, so. Eigentlich muss man da nur doppelklicken, ich brauche gar nicht das Interface jedes Mal öffnen. So, und jetzt haben wir doch wieder ein bisschen mehr Energie. Jetzt können wir noch ein paar Goldbarren im Schmelzer machen. Das darüber, Goldbarren. Und dann haben wir vielleicht genug... Einen haben wir noch. Ich glaube, das reicht nicht für den Recycler, ne? Hier, Robby, was war nochmal Phase? Genau, Recyclingmaschine. Können wir mal schauen. Q. Nein. Ja, alles vergessen. Die Recyclingmaschine. Da ist sie doch. 4. Nee, das ist die Schmelze. Okay, drücke ich einfach K. Werkzeuge. Geräte. Da ist der Recycler. Doch, den können wir jetzt bauen. Der braucht 3. Kupferbarren. Ich würde den mal dahin packen und den Asteroidenfänger, wo ist der denn jetzt? Bodenwand, Gerät, Werkzeug, Bergbau. Oh, da gibt es noch einen besseren. Ah, da ist der automatische. Das ist der manuelle halt. Den packe ich auch mal wieder hier rein, weil davon bauen wir noch mehr. Denn es ist ein bisschen ungünstig, dass der halt nur diesen Bewegungsradius hat. Also der hat 180 Grad. Da ist Energie und danach kriege ich den. Den kriege ich nicht. Ja, dann nehmen wir da oben nochmal Gold. Brauchen wir bestimmt gleich nochmal. So, und dann bauen wir jetzt den Recycler. Ah, da brauchen wir erst Kupferspulen für. Ja, irgendwas ist ja immer. Interface. Kupferbarren. Wieso geht das jetzt nicht? So. Müsste schon reichen. Jetzt können wir es bauen. Haha. So, wir haben hier Strom.
würde ich sagen, bauen wir das nicht ganz so weit weg davon. Ach komm, ich baue es einfach hier hin. Ja, da ist noch ein Input. Möchte ich gerne ein bisschen Platz lassen. Stell was dahin. Und natürlich brauchen wir Kabel. Na, ist klar, da fehlt natürlich auch wieder. Fehlt wieder Draht. Haben wir immer zu wenig. Vielleicht sollte ich einfach mal alle Barren eben in Draht umwandeln. Ich glaube, für was anderes brauchen wir die Kupferbarren eigentlich nicht, oder? Ah, ich bin nicht sicher. Ich möchte es lieber noch ein bisschen in Reserve haben. So, das genügt aber auf jeden Fall jetzt für die Leitung. Tada, so, und jetzt, was sollen wir jetzt machen? Jetzt sollen wir was recyceln, ja? Wir haben ja so ein paar Sachen hier unten, wiederverwertbares. Die haben wir halt beim Abbau versehentlich bekommen. Und die sollen wir jetzt hier einfügen. Das machen wir mal. Ah, die Wasserrohre, die wir übrigens nicht mehr verbauen können, was ein bisschen schade ist. So. Und wir kriegen dann zurück hier Draht. Da unten. So, und ich bin nicht sicher. Was kostet denn die Herstellung? Ein Draht. Und wir kriegen hier ein Draht wieder. Das ist gut. Das heißt, wir verlieren hier keine Rohstoffe. Aber für fortgeschrittenere Dinge kriegen wir, glaube ich, nur 80% wieder. Also hier ist aber jetzt 1:1. Das ist also gut. Dann können wir natürlich wieder neue Leitungen auch herstellen. Also das sind Wasserrohre gewesen. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Dann ist das Tutorial auch schon mal erledigt. Ne? So, und Botti schläft schon wieder. Dann schauen wir doch mal erstmal nach einem neuen Asteroiden. Ah, der ist zu spät. Dann nehmen wir da hinten den. Der ist bereit. Und dann nehmen wir nochmal Kupfer. Und dann bauen wir noch einen zweiten von diesen Maschinen. So. Okay, der ist in Warteposition. Mit Q verlassen wir das Gebäude wieder. Ich mache mal das Jetpack aus. Und jetzt wollten wir ja noch so einen Kabelkanal bauen, ne? Und zwar hier in die Schmelze rein. So dass das Material, was hier verarbeitet wird, direkt da reingeht und zu Barren verarbeitet wird. So, und diese Bänder, die muss ich jetzt erstmal finden. Die haben... Genau, dafür brauchen wir Eisenplatten. Die Bänder selbst sind gar nicht mehr auf der Leiste. Das machen wir mal vielleicht zuerst. Das ist bei Pfade, Förderband. Ah, ja komm, den Recycler brauchen wir nicht nochmal. So, und da brauchen wir jetzt die Platten für. Und die bauen wir jetzt im Inventar. So. Aber wir haben keine Eisenbarren. Das macht aber nichts. Weil ich wette, dass hier inzwischen Eisen drin ist. Ja, ein bisschen. Sehr wenig. Jetzt müssen wir gleich nochmal losfliegen. Ach, wir wandeln auch alle Barren momentan in Draht um. Das muss ich ausschalten, das ist natürlich blöd. Okay, komm, dann gehen wir mal selber daran. Okay. Da oben fliegt doch noch einer rum. Wunderbar, ja. Und wie ich schon gesagt habe, das Spiel ist halt schon so ein bisschen entspannend. Es ist ohne Hektik. Man hat bis auf den Sauerstoff auch nicht wirklich großen Druck. Man kann hier ganz gechillt bauen. Ich zeige euch gleich noch ein paar mehr Sachen vom Interface. Das habe ich jetzt so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich wollte euch aber noch die anderen Elemente alle zeigen. Der in dem angespielt wurde, ja schon gucken. Das war... Oh, jetzt habe ich das Jetpack mitten im Flug ausgestellt. Ich weiß nicht, ob es Fallschaden gibt. So. Dann nehmen wir noch, was hier drin ist. Wieso? Ach, der arbeitet schon wieder nicht. Schon wieder energieleer. Es geht auch immer ruckzuck. Da mal 10 Kohle Nachschub. Dann können wir hier noch das Wassereis reinpacken. Also die Eiswürfel. Das wird dann ja zu Wasser. Dann laden wir einmal Sauerstoff nach. Es wird Zeit. Was? Kein Eis zum Nachfüllen. Ja, aber dafür haben wir noch diese Tanks jetzt. Oh. Okay, die Tanks können wir scheinbar noch nicht verwenden. Ähm,
Okay, dann ist das ja Blödsinn, da das ganze Eis reinzuschmeißen. Wenn wir hier nur mit dem Eis... Oh, dann brauchen wir aber noch mehr Eis. Haben wir gerade einen in Reichweite hier? Ja, der ist noch am Arbeiten. Das ist kein Eis, da hinten ist Eis. Ja, da fliege ich eben hin. Das ist jetzt zu wichtig. Also, ich denke, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Sauerstoffkanister zu verarbeiten. Ganz schön weit weg. Aber im Moment können wir es halt noch nicht nutzen. Ich glaube, ich habe da beim Bau auch ein bisschen vorgeprescht. Bin zu weit dem Tutorial enteilt. Okay, für das bisschen Eis sind wir jetzt so weit geflogen. Ich glaube, das ist doch Eis, oder? Ja, das ist Eis. Sah erst nicht so aus. Mit Eisen verwechselt. Okay, da ist Eisenerz und Eis drin. So, jetzt habe ich Shift gedrückt, dann kommt rechts die Meldung wegen Booster-Technologie. Die haben wir natürlich nicht. Keine Frage. So. Eis hier rein. Dann füllen wir noch zweimal auf und dann ist gut. So, und jetzt bauen wir mal die Förderbänder. Und ich hoffe... Haha, hier kommen wir jetzt nicht durch, ne? Das Stromkabel ist ein bisschen falsch gebaut. Dann müssen wir hier einmal... eine kleine Abzweigung bauen. So, dann müssen wir das da abreißen. Und jetzt können wir mit dem Förderband da durch. Dann gehen wir noch einfach von da. Ich hoffe, dass es so geht. Das war's. Mehr können wir schon nicht bauen. Jetzt fehlen uns wieder Draht. Kupferdraht fehlt uns. Aber wir haben noch ein paar Barren. Platten brauchen wir jetzt erstmal, glaube ich, keine mehr. Da haben wir nämlich noch... Ne, haben wir auch keine mehr von. Mit Steuerung-Klick nimmt man gleich den ganzen Stack übrigens. So, jetzt haben wir aber wieder genug Draht. Dann will ich das ausschalten. Und die Eisenplatten. Haben wir nicht genug Eisen für. Ich glaube, dass das halt auch fehlt. Ja. Keine Eisenplatten da. Drücke mal die falsche Taste hier. So, jetzt kriegen wir neue Platten. Dann bauen wir weiter. Tja, da kommt das Material schon. Also erfreulicherweise, aber jetzt fehlt uns leider wieder Eisen. Aber hier liegt Eisen. Frage ist, kann ich das aufnehmen? Oh. Ja, das ist natürlich unglücklich, dass ich dieses Eisen jetzt nicht aufnehmen kann. Dabei brauche ich doch den Nachschub. Verdammt.
Verdammt, da muss ich leider nochmal selber los. Da ist ein bisschen Eisen drin. Halt, da ist mehr drin. Wow. Also wenn du da zu hektisch draufhaust, funktioniert es leider gar nicht. Muss man wirklich ein bisschen konzentriert machen. Ich denke, wir haben genug. Jawohl. So. Das heißt, wir schauen uns mal diese Maschine jetzt an. Wir müssen jetzt gleich sehen, wie die Materialien hier reinlaufen und dann entsprechend sofort zu Barren verarbeitet werden. Ja, und das funktioniert erst rein. Naja, Kohle natürlich nicht, ne? Kohle nehmen wir uns ja einfach raus und stecken es dann hier rein. Also ich glaube, ich habe diesen Fänger an eine schlechte Stelle gebaut. Die meisten interessanten Asteroiden scheinen nämlich leider in diese Richtung zu sein. Aber wir wollen ja einen zweiten bauen. Und jetzt können wir hier natürlich, ne, da wir hier schon die Zuleitung haben, hier an dieser Stelle zum Beispiel noch einen von diesen Asteroidenfängern aufbauen. Ja, da fehlen uns jetzt natürlich Eisenbarren. Und jetzt rächt sich, dass ich vergessen habe abzuschalten, die Eisenplatten herzustellen, weil wir wollen jetzt erstmal nur Barren haben. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo ich Eisenerz herkriege. Vielleicht ist ja hier welches drin. Ja, da sind zwei Barren, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das bringt uns aber noch nicht weiter, denn wir brauchen 5 Barren. Und wir gehen also wieder manuell auf Suche. Das ist so ein gemischter Asteroid. Der ist deutlich mehr Eisenerz. So. Also, da ist der Output. Erstmal auf Bodenebene kommen wir, ne? Strom hat er schon mal. So, da fehlen uns jetzt wieder Platten.
Sauerstoff. Und ja, wir können den ruhig schon mal nutzen, also auf irgendeinen Asteroiden einloggen, zum Beispiel auf den. Und auf den, da ist noch mehr Eisen, wunderbar. So, dann arbeitet der, der hat auch noch einen in Warteschlange. Und jetzt müsste es, nee, wir müssen die Platten erstmal wieder einschalten. Naja, man will das natürlich alles automatisieren auf Dauer, ne? Jetzt ist noch viel Handarbeit angesagt. Aber auf Dauer geht das natürlich einfacher. Es ist halt blöd, dass wir aus einem Barren nur eine Platte immer bekommen. Das Umwandlungsverhältnis ist alles andere als günstig, finde ich. Aber gut, so ist es halt. Scheibenkleister, fast. Und noch nicht genug Eisenerz wieder. Warte mal, ich hab doch... Nee, hab ich nicht. Hier liegt jetzt das Eisenerz. Okay, wir fliegen nochmal los. Oder ist hier noch Eisenerz reingekommen? Nein. Behaupte mal, dass das schon reicht. Reicht noch nicht. Warum nicht? Wieder ausgestellt. So. Jetzt sollte es einfacher werden. Weil jetzt kommt das Eisen automatisch rein. Dann holen wir Nachschub. Nehmen wir den. Und der hat Eisen und Kohle. Der hat nur Eisen, der hat aber genauso viel Eisen. Ne, der hat sogar ein Eisen mehr und mehr Kohle. Dann nehmen wir den als zweiten. Und hier nehmen wir... Ist nicht viel Auswahl. Wie gesagt, der steht hier nicht so ideal. Da hinten ist nochmal Eis, das brauchen wir auch auf absehbare Zeit wieder. Von daher. So, jetzt arbeiten beide mit einem in Warteschlange und einem Asteroiden, der zerlegt wird. Und das ist natürlich schon eine Steigerung unserer Produktivität jetzt. Und so wird es halt immer einfacher für uns. Und wir haben, wie viele Forschungspunkte haben wir denn? 61. Also wir können auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen freischalten. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und das Spiel macht richtig Spaß. Ich überlege tatsächlich, ob man hier vielleicht ein richtiges Let's Play rausmacht. Aber man muss auch sagen, dass vieles eben halt noch nicht drin ist. Aber wie versprochen, jetzt nochmal kurz aufs Interface, weil es gibt noch so viele Sachen. Also mit C können wir Ressourcen scannen. Und ich zeige euch jetzt mal die Karte mit Amper. Wir sehen hier, das ist schematisch dargestellt für ein Schiff. Und unsere Plattform sieht natürlich nicht so aus, aber so könnte sie halt aussehen. Wir haben hier rund um uns herum... Ich kann ja auch zoomen, so diese, ja ich sag mal, Asteroidenbruchstücke, auf denen man bauen kann. Und da sehen wir halt auch teilweise, ja, jetzt muss das mal weggehen da. Jetzt geht es nicht weg. Ist ja einmal vielleicht hier raus, damit wir wieder, so jetzt ist es weg. Also, da sehen wir halt, was auf diesen, ja... Was da drauf ist, ich weiß nicht, wie man die nennt, Himmelskörper sind das halt. Ja? Der heißt Milanesen, da ist Zement Cut 8 und da sind halt überall Rohstoffe drauf, die wir abbauen können mit entsprechenden Maschinen dann vor Ort. Da können wir richtig hinfliegen und eine Produktions- und Abbauanlage installieren und hast du nicht gesehen. Also ganz toll im Grunde und hier ist unsere Station. Ja. Und später, wie gesagt, können wir hier an diesem Schiff auch richtig Triebwerke installieren und damit uns fortbewegen. Das ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Und dann haben wir, jetzt habt ihr die Karte gesehen, wir haben hier noch eine Liste mit Fahrzeugen. Wir werden später auch Rover haben und Spacecraft, also Schiffe, mit denen wir fliegen können. Außerdem können wir mit P uns eine Liste an Astronauten ansehen, denn es gibt offensichtlich Astronauten verschiedener Berufsgattungen, auszubildende Wissenschaftler, Kochen, Ingenieur, Landwirt, Bergmann, Züchter, die man arbeiten lassen kann
entweder an angedockten Stationen oder an der aktuellen Station. Und das scheint also sehr interessant zu sein. Da weiß ich allerdings noch nicht so viel drüber. Und den Rest kennen wir alles, das haben wir gesehen. Bis auf G, das ist noch so ein Reiseführer. Hier kriegt man einfach so ein paar Erklärungen, ja, falls man völlig lost ist. Aber hier sind bis jetzt nur diese drei Punkte. Könnte sein, dass das mehr wird. Ja. Bin gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickelt, aber naja, ich denke, wir bleiben erstmal beim Angespielt. Aber wenn hier Interesse ist, könnte ich mir halt, wie gesagt, in Zukunft durchaus ein Let's Play dazu vorstellen, weil das Potenzial ist einfach riesig. Das ist im Grunde ja fast Satisfactory halt ein bisschen anders. Nicht schlechter, nicht besser, irgendwie so auf Augenhöhe, würde ich vielleicht sagen. So, jetzt haben wir wieder Strom, wunderbar. Ja, also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich nehme jetzt nochmal zwei Asteroiden hier rein. Nehmen wir den und den. Und dann machen wir für diese Folge Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir ein paar Forschungspunkte ausgeben. Und gucken, was das Spiel sonst noch so zu bieten hat. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.